Hallo und herzlich willkommen zu Class Live. Ja, ihr hört's schon, der erste Motor läuft schon. Wir haben uns hier versammelt zum großen Abhupen. Wir haben hier die vier glücklichen Gewinner. Jeder darf eine Mütze ziehen. Achso, nee, wir machen es nach dem Alter. Du darfst anfangen, der Jüngste darf anfangen. Dann bist, glaube ich, du dran. Genau. Zack. Und drinnen habt ihr ein Zettelchen, wo drauf steht, auf welcher Maschine ihr mitfahren dürft. Genau. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, eure Vorführfahrer stehen hier schon bereit. Ihr kümmert euch um die Jungs. Und ich würde sagen, bevor es hier richtig laut wird, geht's für uns hoch. Ich kämpfe mich mal jetzt durch. Solange wie ich mich hier durchkämpfe, möchte ich mich nochmal im Namen aller des ganzen Class Live Teams bedanken dafür, für die tolle Mithilfe, für die vielen Gäste, für die super Gespräche, für eine super Messe. Und ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, dass euch die Berichterstattung gefallen hat. Und ja, ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf zum großen Finale der Agritechnica 2019. Es ist rappelvoll hier auf unserem Driver-Stack. Jeder möchte einen der heiß begehrten Logenplätze haben. Ich kämpfe mich mal hier durch, ist super voll. Da steht auch schon mein Kollege, der das Ganze für den amerikanischen oder für den englischen Channel macht. Und ja, genau. Ich glaube, jetzt können wir uns gleich gegenseitig interviewen. Ja, ich würde sagen, bevor es gleich, genau, Heike filmt noch mal einmal hier ein bisschen rum, ist alles super voll. Die Zeit läuft, ah, wir haben noch 5 Minuten, alles entspannt. Also ich glaube, wir können uns noch ganz in Ruhe vielleicht noch mal einmal den ganzen Stand angucken. Genau, unsere vier Abhuper haben natürlich jetzt ihre Plätze eingenommen. Die haben einmal hier vorne den Jaguar 99 Terra Truck, unser neues Topmodell. Dann haben wir hier unser altes Schätzchen, den super 1er top gepflegten Jaguar 880. Dann natürlich unseren Xerion 5000 Truck TS. Auch da sitzt einer der Abhuper. Und natürlich unser Flaggschiff, unseren Lexion 8900 auf dem Drehteller. Also ich glaube, die waren gerade ganz gespannt. Ich durfte gerade in strahlende Gesichter gucken und ja, genau. Man sieht, die ersten Lampen sind auch schon an. Alles ist voll, jeder möchte das große Abhupen mitmachen. Ja, so machen wir das.
dabei wart. Und ich sage auf Wiedersehen, das war's, das war die Agritechnica 2019. Bis dann.